Und damit herzlich willkommen zum nächsten Qualifier-Spiel für die WM in Russland. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der liebe Gareth Bale ist im Hintergrund zur Bank getuschelt. Und das heißt natürlich, dass der beste Mann nicht heute dabei ist. Beziehungsweise vielleicht zuerst einmal nicht dabei ist. Der kann natürlich noch in die Partie kommen. Was ich aber nicht verstehe, warum er nicht dabei ist. Also in der ersten Elf. Gut, Wales, denke ich mal, wird da auch nichts mehr machen können. Aber Fünfer Abwehr. Wir müssen das Spiel gewinnen, denn sonst ist die Reise-Weltmeisterschaft vorbei. Für uns. Genau das ist das Problem heute. Schön von Tufa. Boah, Gilmaz vielleicht mit der ersten Chance. Eckball. Hakan Calhanoglu, der kann gute Bälle bringen. Aber Mihal ist im Tor da für die Waliser. Für Wales, denke ich, geht es nur noch um einen guten platzierten Platz. Und sonst gar nichts mehr. Tufan. Turan. Jetzt gute Möglichkeit für Hakan Calhanoglu. Mach es. Junge, mach es jetzt. Du Leverkusener. Oh. Ja, hätte er den noch ein bisschen besser gespielt, den Ball, dann wäre da was drin gewesen, denke ich. Aber gute Möglichkeit. Oh, immer sind das Fouls, Mann. Das gibt's doch nicht. Und danach dieser Partie geht's dann schon wieder im FA Cup weiter gegen ManU. Oh Mann. Das geht echt alles flott, aber dann sind wir auch fit, denke ich, für das Spiel. Yilmaz, kommt er ran? Er kommt teilweise ran. Jetzt Calhanoglu. Er kommt weiter, direkt weiter. Mit Gökhan Töre, der kann das auch da. Der Beşiktaş-Spieler, der Istanbul-Spieler. Oh Mann, ey. Fall hin. Fall einfach hin. Dann gibt es Elfmeter und wir führen, hoffe ich. Ozan Tufan. Sehr schön. Der Barca-Spieler, vielleicht als wichtigster Akteur. Fuchs. Eckball gibt es für Wales. Und die Quali sieht echt gar nicht gut aus hier. Nukan. Obwohl wir so eine gute Mannschaft haben, einfach. Gökhan Töre. Sehr schön auf Burak Yilmaz. Klappt aber nicht. Na, Töre. Ich hoffe ja ganz stark, dass die Franzosen hier irgendwie das Spiel verlieren gegen Tschechien. Ozan Tufan. Ey, komm. Jetzt kommt doch, Jungs. Jungs, kommt. Ozan Tufan, dann geht doch durch. Sieht echt schlecht aus für eine WM-Teilnahme für die Türken nach WM 2002. Church, Church. Mann, Mann, Mann. Gökhan. Meine Fresse, das sieht echt nicht gut aus. In Japan und Südkorea waren sie damals dabei, aber ob es jetzt wieder mal klappt, nachdem sie in Deutschland, Südafrika und in Brasilien nicht dabei waren.
Und ich glaube jeweils knapp nicht dabei. Ah, ich spiele das auch gerade richtig schlecht. Muss ich auch sagen. Jetzt Church. Die Kirche am Ball. Das gibt's doch gar nicht. Church gegen Kifrak. Super Parade. Das macht er gut. Gutes Stellungsspiel. Und es gibt die Führung für Frankreich. Das wird eng. Kann ich da überhaupt noch was machen? Also das wird eng. Ganz eng. Erdinch. Dann halt der Hannoveraner. Geht ja nicht anders. Dann wird es halt eine WM ohne Türkei geben. Was ich echt schade finde, weil die Türkei eine richtig gute Mannschaft einfach nur hat. Deswegen bringe ich jetzt hier alles nochmal auf und versuche nochmal alles. Und ich hoffe natürlich, dass die Franzosen noch irgendwie patzen. Ach Scheiße. Aber ein Sieg wäre immens wichtig. Weil so ohne Siege kommst du nicht durch hier. Kobasi, komm. Folks. Folks, folks. Noch einmal. Çalhanoğlu. Du kannst der Volksheld werden jetzt hier. Komm. Dann halt die Turan-Maschine. Auch nicht. Wird es das gewesen sein? Wird es das Ende sein? Wird es keine WM geben mit Türkei? Fragezeichen. Klar, gibt es noch zwei Spiele danach, aber das sieht nicht gut aus. Vor allem ein Punkt reicht überhaupt nicht mehr aus jetzt. Nicht mal gegen die Waliser. Kommt jetzt. Wir machen jetzt alles oder nichts, ganz ehrlich. Das wird sonst echt nichts mehr. Die spielen jetzt auch eher auf Time. Oh, jetzt Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, komm, auf Erdinç. Auf den Hannoveraner. Das gibt's doch gar nicht. Ist wirklich gar nichts mehr drin. Doch, eine Chance schon. Aber diese Chance muss dann auch sitzen. Günü, der Rechtsverteidiger, noch einmal auf Gökhan Töre. Wird das jetzt doch nochmal eine spannende Endphase? Töre, 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 Töre. Oh. Was ist das für ein Torhüter? Michael hält wirklich alles. Und Gareth Bale ist immer noch nicht dabei. Çalhanoğlu. Vielleicht jetzt mit dem 1:0. Mit Gökhan Turan. Gökhan, genau. Nein. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Ecke. Elfmeter. Nein. Das kann einfach nicht wahr sein. Möglichkeiten ohne Ende. Noch eine gibt es vielleicht. Töre. Noch eine Möglichkeit. Nein. Was ist das für ein bitteres Spiel? Einfach nur für die Türkei, wenn es nicht klappt. Noch einmal. Denn halt der Linksverteidiger. Mach du es doch einfach. Linksverteidiger. Showdown. Nein. Die Waliser decken einfach alles ab. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt mit Erdinç. Vielleicht mit Çalhanoğlu. Nein, es reicht nicht. Michael ist da. Aber es ist noch nicht vorbei. Genau jetzt ist doch mal einmal die Möglichkeit dafür. Kaya! Auch nicht. Michael ist schon wieder da. Ich gebe jetzt aber nicht auf. Kaya, noch einmal Kaya. Kaya von Beşiktaş Istanbul. Ich glaube, das war's. Ich denke wirklich, das war's. Ich denke, jetzt kommt auch Gareth Bale rein. Nein, immer noch nicht. Ich glaube, die schon den eher. Jetzt, vielleicht jetzt, Erdinç. Erdinç, lass dich doch fallen. Verdammt nochmal, wenn du den nicht fallen lässt, dann wird es auch nichts.
Mit einem Elfmeter. Nee. Die WM-Qualifikation kannst du jetzt echt vergessen. Das schafft Türkei einfach nicht mehr. Nee. Die Türkei fährt nicht mit zur Weltmeisterschaft 2018 nach Russland. Nur wenn Tschechien, Österreich patzen. Ja, das ist halt so. Und Russland natürlich patzen. Oh mein Gott, die patzen auch noch. Okay, okay. Aber ich möchte noch gerne hier eben die Tabelle angucken. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Nein, nicht Champions League und sowas. Nein, nein. Komm, mach hinne. Jetzt macht das Ding nicht hinne. Oh, jetzt geht gar nichts mehr. Ich hoffe mal nicht, dass das Spiel abgekackt ist. Wenn, ist es halt Pech. Gut, ich glaube, das Spiel. Nee, oh, Glück gehabt. Dortmund, Zenit. Okay, das sind interessante Partien, aber das interessiert uns nicht. Oh, Manchester ist sogar ausgeschieden gegen Wales. Gegen Valencia. Die Bayern wurden mal richtig penetriert von Arsenal, die wir 2:0 geschlagen haben. Ich denke, jetzt ist das Spiel abgekackt, oder? Anscheinend wohl. Egal, wir warten noch. Wenn das abgekackt ist, ist es halt so. Da kann ich auch nichts machen. Ja, ich würde aber jetzt sagen, wir beenden das jetzt. Das Video. Und ja, wir sehen uns dann halt in der nächsten Partie wieder, wenn es gegen Manchester United geht. Meine lieben Freunde, bis dahin, ciao.